Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr mit Hilfe der RusbyCam euren Webcam-Server unter Motion einrichten könnt. Ja, für alle diejenigen, die versucht haben, nach meinem Motion-Tutorial einen Webcam-Server einzurichten mit der RusbyCam, werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass Motion rummeckert, dass es kein Gerät findet, was auf dem Port dev, also dev/dev/video0 horcht. Es hat einfach nur den Grund, dass die Raspberry Cam nicht auf dieser Schnittstelle, dass die Raspberry Cam nicht auf dieser Schnittstelle angesprochen wird. Es gibt jetzt im Internet, wer sich da ein bisschen umgeguckt hat, verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, die einfachste zu nehmen, oder aus meiner Sicht die einfachste zu nehmen, denn man muss nicht wirklich viel machen und es funktioniert soweit eigentlich alles. Was wir dafür brauchen, ist, wir brauchen einen neuen Videotreiber, und zwar den sogenannten UV4L-Treiber. Um diesen installieren zu können, brauchen wir allerdings neue Paketquellen, die sogenannten Fremdquellen. Um diese jetzt einzufügen, navigieren wir bzw. verbinden wir uns mit SSH erstmal auf unseren Raspberry Pi und geben dann mit sudo nano ins Ordner etc apt source.list. Hier, bei mir steht die jetzt schon drin, fügen wir hier die zweite Zeile ein. Den Link könnt ihr jetzt hier entweder kopieren, aber ihr findet natürlich auch unten in der Videobeschreibung wieder eine ausführliche Anleitung, da steht alles auch nochmal genau drin. Also wir brauchen den unteren, deb://www.linux-projects.org, listen uv4l-repo/raspbian/ Leerzeichen wheezy.main. Das Ganze speichern wir dann mit STRG X ab. Jetzt, wenn wir jetzt allerdings versuchen, unsere Repositories neu zu laden, bekommen wir einen Fehler. Das hat den Grund, dass wir erstmal einen Schlüssel brauchen, der diese Fremdquellen identifiziert. Den können wir uns ganz einfach mit diesem Befehl runterholen. Das mit wget laden wir diesen lrkey hier runter und mit sudo apt-key /lrkey.asc fügen wir den halt hinzu. Das Ganze schicken wir mit Enter ab. Er löst es auf, lädt es runter und sobald wir hier unten diese Meldung OK bekommen, hat alles funktioniert. Jetzt müssen wir mit sudo apt-get update die Paketquellen einmal neu einladen. Das dauert eine Weile und wenn man jetzt hier auch schon mal hinguckt, ich komme mal ein bisschen wieder hoch, haben wir hier oben unter anderem ein, zweimal diese Linux-Projects drin stehen. Das heißt, das hat funktioniert, weil hier vorne auch das OK vorsteht. So, nachdem dann die Paketlisten geladen wurden, können wir eigentlich damit anfangen, diesen UV4L-Treiber zu installieren. Einfach mit sudo apt-get install und dann UV4L. Und dann brauchen wir noch UV4L-RusbyCam. Das Ganze schicken wir ab. Die Pakete werden jetzt gesucht und installiert. Bei mir sind die beiden jetzt schon installiert. Er sagt mir, hier ist schon die neueste Version. Bei euch einfach die Installation mit Ja abnicken und die Installation durchlaufen lassen. Und damit wäre das Schwierigste jetzt auch schon soweit geschafft. Wenn wir an dieser Stelle sind, verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung das Motion Tutorial. Das heißt, ihr müsst Motion jetzt an dieser Stelle installieren. Ich werde darauf jetzt nicht eingehen, weil das sonst das Ganze sprengen wird. Wie ihr Motion installiert, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wie ihr das Motion installiert. Ich mache jetzt weiter und zwar, ich habe jetzt Motion auch schon installiert. Ich kann das Ganze mal zeigen, wenn man mit sudo apt-get install versuchen würde, jetzt Motion zu installieren. Sagt er mir hier auch schon, Motion ist schon die neueste Version. Das heißt, bei mir ist das jetzt soweit alles schon gelaufen. Jetzt müssen wir allerdings diesen Treiber erst nochmal aktivieren. Wichtig ist, nach jedem Neustart eures Raspberry Pis müsst ihr den Treiber vorher einmal aktivieren. Das kann lästig sein, aber ihr könnt das Ganze ja zum Beispiel ja in ein Skript schreiben, was dann beim Starten des Raspberry Pis ausgeführt wird. Um jetzt den Treiber zu starten, brauchen wir UV4L --driver RusbyCam --auto -video-Nummer. Das heißt, er lädt jetzt den Treiber für die RusbyCam und mountet das Ganze automatisch auf die nächste verfügbare Videonummer. Also wenn ihr dieses slash dev
Video 0, Video 1, Video 2, Video 3, nimmt er jetzt halt die nächstmögliche. Das Ganze schicken wir ab und jetzt kommt hier ein bisschen Text. Sobald ihr hier unten diese zwei Zeilen drin stoppt, Device Detected und Registering Device Note Dev Video 0. Das heißt, euer Rossby Cam ist jetzt erfolgreich auf diesem /dev/video0 draufgeschaltet. Um jetzt mit Motion weiterzumachen, müssen wir uns erstmal eine neue Konfigurationsdatei für Motion anlegen. Ich habe jetzt schon mal mir die Mühe gemacht und habe eine Konfigurationsdatei ausgearbeitet. Die Konfigurationsdatei findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr die Datei ganz einfach runterladen und dann habt ihr im Prinzip alles schon fertig und könnt die natürlich auch noch nach euren Wünschen anpassen. Ich werde die Konfigurationsdatei jetzt aber erst nochmal anlegen. Ganz einfach mit Nano, dann motion.config. Und jetzt habe ich die gerade eben schon in den Zwischenspeicher kopiert. Die Motion-Config fügen wir jetzt hier einfach einmal ein. Jetzt rattert der hier gerade bis nach unten durch. Das ist eine ganze Menge, was der jetzt hier reinschreibt. So, nachdem der mit dem Einfügen hier fertig ist, können wir das Ganze mit Steuerung X und Ja und Enter beenden. Jetzt haben wir die Motion-Konfiguration abgespeichert und im Prinzip war es das jetzt auch schon mal. Jetzt müssen wir Motion nur noch starten mit unserer selbst angelegten Motion-Konfigurationsdatei. Dazu brauchen wir diesen Befehl. Der lädt halt diesen UV4L-Treiber zusammen mit Motion und unserer Motion.config. Das Ganze schicken wir jetzt einmal ab. Und wie wir diese Meldung hier kriegen, Started Stream Webcam Server on Port oder in Port 8081, das Ganze auch schon funktioniert. Jetzt können wir im Prinzip auf unseren Standard-Webbrowser wechseln. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt hier halbwegs vernünftig hin mit meinem Raspberry Pi und der Kamera. Ups. Ah, wenn ich jetzt das Bild einmal neu lade, dauert das einen kleinen Moment. Und wie ihr jetzt seht, jetzt seht ihr gerade meinen Bildschirm. Ich versuche das mal hier alles ein bisschen über den Bildschirm hinweg zu machen. Und jetzt seht ihr draußen wieder meinen wunderschönen Garten. Das Ganze läuft jetzt leider nicht so wirklich flüssig. Aber ich denke mal, um grob zu sehen, wie das Ganze funktioniert, oder eine kleine Überwachungskamera, reicht das alles vollkommen aus. So, ich mache das Ganze jetzt mal hier wieder zurück, schließen wir hier mein Fenster. Wenn ihr jetzt das Ganze hier habt, das müsst ihr natürlich dann zum Beispiel in einem extra Screen-Fenster ausführen, weil wenn ihr jetzt einfach die SSH-Sitzung beendet, bricht das Ganze zusammen und die Webcam ist nicht mehr ansprechbar. Wenn ihr jetzt allerdings hier wieder raus wollt, einfach mit Steuerung C wird das Ganze hier beendet und ihr könnt jetzt euch ganz normal von eurem Raspberry Pi abmelden oder das Fenster schließen. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Tutorial ein bisschen weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Video. Haut rein.